Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir werden jetzt Lili verfolgen. Die Gute ist mitsamt Steiner abgebüxt und hat uns schlafen gelegt mit Hilfe des Schlafkrautes, was Titani ihr gegeben hat. Und, Entschuldigung. Immer da. Und bevor wir die Gute jetzt verfolgen dürfen und können, müssen wir uns ein bisschen umrüsten. Wir sind jetzt 3 Mann groß. Begleiten tut uns der gute Vivi. So. Die Freya. Genau, Federhut tun wir mal equippen. Da haben wir noch was. Seidenhemd kann weg gegen Baumwollkleid. Warte mal. Seidenhemd ist dasselbe, was er anhat. Warte mal. Da müssen wir noch anders durchschauen. Anlegen. So, der Mithril-Dolch. Hier hatten wir, glaube ich, eh keine andere Wahl, bis auf Federhut. Nehmen wir noch den Federhut vorher. Ja. Dann Kristallarmreif. Haben wir da auch schon alles fertig? Ja. Bronzeharnisch. Ja, das passt auch. Und unser gutes Kristallschildchen. Perfekt. Was können wir unserer Freya noch geben? Perfekt. Den Pestizidhelm. Also Pestizidhelm, genau. Den Bronzehelm fürs Pestizid lernen. Die Bronzefäustlinge darf sie behalten, den Zauberkürsers auch. Und hier, das habe ich ganz vergessen, Halsstuch bekommt sie mal. Und Vivi, ich hoffe, er kann das tragen. Ich Depp, das habe ich nämlich komplett vergessen. Die Wüstenstiefel kann er tragen, bringt ihm aber nichts. Aber er ist momentan ein bisschen stärker. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Geben wir es ihm dabei, wir tauschen das dann eh wieder untereinander aus. Jo, und irgendwann ist unser Grübchen dann eh vollzählig und verändert sich nicht mehr. Und dann wird so alles, was offen ist, fertig gemacht. So. Aber in der Regel will ich gerne das so machen, dass viel gekämpft werden soll, damit wir eben unser Equip schön vorwärts bringen mit dem... mit den Abilities und so, ne? Also, wir gehen jetzt ins Erdgeschoss. So, aussteigen bitte. So, hier irgendwo. Warte. Genau. Lore zum Wasserdrachentor. Das dürfen wir auch benutzen. Das ist auch wichtig, dass wir das benutzen. Weil gibt es einiges, glaube ich, an Equip und so, was wir mitnehmen dürfen. Wenn ich mich recht entsinne. Hallo? Der Hafen war früher sehr belebt. Und ein beliebter Umschlagplatz. Aber die Zeiten sind vorbei. Einerseits liegt es an diesem Nebel. Andererseits auch an dem Boom der Luftschiffchen. Jawohl. War hier nicht irgendwas? Ich bilde mir ein, da war mal was. Könnte aber auch sein, dass es erst noch kommt. Ist da noch drüber? Naja, das habe ich mich wieder voll eingebildet, dass da was ist. Dieser Nebel. Ich will wieder ins Schloss. Warum muss ich hier überhaupt Wache schieben? Den Hafen benutzt doch eh keine Sau mehr. Jawohl, und Menschen auch nicht. Nix Betrug, das war für'n Arsch. Lalala, das war für'n Arsch. Gaspik, lalala, du Arsch. Lalala. Ich dachte echt, da gäbe es was. Ich bin so doof. Oh doch, tatsächlich. Mastophant-Karte. Also doch. Passt. Erzgeschoss, Erzdrachentor fahren. Ja, das können wir gleich nutzen. Ich hoffe, ich habe jetzt mittendrin nichts vergessen. Das wäre jetzt echt blöd. Blöd und peinlich wäre das. Da haben wir auch ein Mogrilein. Hallo Mogri. Wie schaut's mit Moglet aus? Ein Brief von Stilskin. Toll. Kennst du Stilskin? Lass uns den Brief lesen, Kubo. Von Stilskin an Monte. Von Lindblum aus bin ich erstmal nach Norden,
und durchquerte Gizama Lukes Grotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also Fuß in das Königreich Bumerkia. Und es stimmt, was alle sagen. Es regnet hier ununterbrochen. Ich bin so debri. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Das tut er wirklich. Er ist also nach Bumerkia gegangen. Kubo? Ist das denn nicht gefährlich, Kubo? Momentan schon, ja. Speichern ist dabei nicht nur. Das ist momentan echt Zeitverschwendung. Und dann sterbe ich und dann habe ich meine Zeitverschwendung. Servus du. Hausierer. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um da raus in den Nebel zu hatschen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut mit meinen Waren aus. Dann zeig mal, was du hast. Okay. Phönixfederchens, ich nehme vielleicht noch 4 mit. Zelt haben wir auch genug eigentlich. Wenn wir was brauchen, können wir jederzeit hierher zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden auch, das muss ich vielleicht, wäre gut, wenn ich das dazu sage. Huch, das ist tatsächlich was. Wir werden eine Zeit brauchen, bis wir in Bumerkia ankommen, denn wir werden uns noch ein bisschen genauer umschauen. Hallo. Wenn ihr nach Bumerkia wollt, dann durchquert Gizama Lukes Grotte. Die liegt nördlich zwischen den Bergen. Hier und da wuchern Wurzeln aus dem Erdboden hervor. Folgt ihnen einfach, dann könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Jo. Wir werden aber trotzdem die Umgebung ein bisschen erkunden, denn da gibt es hier und da einige Plätzchen, die wir erkunden können, sollen, dürfen, müssen. Müssen ist übertrieben. Und wir fangen auch schon mal da drüben an. Das schaut ja alles sehr verdächtig aus. Und natürlich werden wir auch hier den Kampf wieder mitnutzen. Das Spiel baut drauf auf. Sicher, ich hätte auch cheaten. Nein, cheaten. Ich könnte ja auch den Schalter betätigen, sobald man neue Items anlegt, dass man alles kann. Aber das ist so langweilig. Das ist echt, wir vergessen, Abilities. Ich bin so gescheit. Sprung. Ja, warum eigentlich nicht? Du darfst wieder stibitzen und hast auch den Trance. Wunderprächtig. Eis. Blitz. Ich glaube, Eis ist noch zu lernen. So, muss ich dann auch nochmal nachschauen. Hui! Und da ist wieder fort, die Freya. Heia, auch drauf geklaut. Super. Und einmal Eis von unserem Babylein. Heia, bam. Dann stippt sie weiter. Ich glaube, das war die falsche. Und da kommt die Freya. Den ersten hat schon gebracht. Heap Potion. Super. Ja. Und ich würde sagen, den normalen Angriff mal. Du kannst den noch ausrauben. Vivi haut ihn mit dem Eis weg. Wenn es halt passt. Quatsch. Nochmal Augentropfen stibitzt. Jetzt stellt sich halt die Frage, ob es so sinnvoll ist, ob es wirklich so sinnvoll ist, dass man immer vor Spitzen tun. Ich meine, wenn es ein Boss ist, ja, normalerweise, aber sonst, theoretisch, ist es eigentlich gar nicht gut. Oha! Jetzt wird es Zeit, dass da wer abnippelt. Ja, super. Das war knapp. Perfekt. Haufenweise Gills, sonst gibt's nix. So. Na, schon wieder Pause, schon wieder verkehrt. Items. Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Passt, glaube ich. Passt dabei. Ability. Bei dir, meine Gute, entschuldige bitte vielmals. Anlegen. Habe ich ja natürlich nicht gemacht. Einmal die Tontäubchen Pestizid. Dann Drachentöter. Der ist neu. Was ist mit dem? Fügt Drachen immensen Schaden zu.
Das ist gut. Haben wir noch was? Bodyguard opfert sich selbst und schützt einen Verbündeten. Halleluja. Gift und Galle wissen wir auch, verhindert Gift und Toxidus. Passt. Was kommt? Die Domtäubchen nochmal schnell. Fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu. Das ist hervorragend. Und Titanic kann auch was. Hau den Lukas. Erteilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt. Ja, wenn schon. Klaut gleichzeitig auch Geld. Das ist natürlich nicht so schlecht, ne? Geld und Leben, ja, Gift und Galle, das ist gut. Nehmen wir auch mit. Es werde Licht, verhindert blind. Okay, Götterspeise, verhindert Stein und Gips. Nehmen wir das, weil es zwei verhindert. Was konnte das? Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Klauen. War das gar nicht zwei? Moment mal. Was? Das hätte ich aber schon gern drin. Sauerei. Das hätte ich schon gern drin. Ist das wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Dass ich mir das da unten lieber, damit das auch wunderbar hinhaut, das Stibitzen. Das war ja das, ne? Ja, genau. Ein Viech. Das hauen wir gleich zu. Titanchen, Attacke. Zack, brack. Auf die Gosch. Jawohl. Und die SVG noch mit Eis und so. Giftnaden kommt da. Sehr nett. Ja, stechen, ja, das ist noch schöner. So, Vivi, Attacke. Ha. Ja! Bam! Oh, nicht einmal noch hin. Doch, das ist schon. Das dachte ich nicht, das lebt. Es lebt. Supi. Perfekt, dann schauen wir, wo wir hier eigentlich hinkommen. Ja. Puh, wo ging es denn da hin? Ich glaube, das ist so eine Sackgasse, ne? Ja, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Aber so erzwingt dann auch das Level. So, weg damit. Der erste kann schon mal abnippeln, tut aber natürlich nicht. Ist ja ganz logisch. So, Freya. Sprung. Ja, theoretisch. So, mit Eis. Zitane darf auch angreifen. Freya macht recht. Bam, bam. Dann, dann, du. Dann, dann. Bam, 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 bam. Bam. Schluss aus. Es hatte keine Chance. Ein schönen Speer hat sie da. Boah, den sehe ich jetzt auch zum ersten Mal so richtig hübsch. Boah, der gefällt mir auch gut. Echsenmenschkarte. Super. Das werden wir alles brauchen dann für unser großes Match. Jawohl, das war für nix hier. Ja! Für 0,nix. Wahrscheinlich. Denn es gibt ja auch noch ein, sag ich mal, Minispielchen, das wir hier jetzt dann auch bald kennenlernen werden. Entweder heute, na, heute wird es nicht mehr ausgehen wahrscheinlich, aber nächsten Part vielleicht. Da werden wir jemanden oder etwas kennenlernen. Wir haben es mit dem Fernrohr gesehen, einen Schokobo. Dieser Schokobo, was bist du für ein, ja, hübsch, Igelquappe. Gut, ich spring mal weg. Das ist ekelhaft, da springt sie gleich weg, die Freya.
Das hält sie nicht aus. So, und einmal Eis. Jawohl. Zack, brack. Ja, jetzt bin ich dran. Ha, ja. Bam. Schau, gut ist er. Hm, war doch nicht so schwer. Jawohl, ein Erfolg. Freigeschaltet. Schwarzmagier. Ich glaube, weil wir 100 Mal irgendwas Magisches eingesetzt haben und wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Supi, Vivi. Supi, supi, supi. Bravo. Bam. Bam. Dann kann es natürlich auch sein, dass es am kann es sein, kann passieren, wenn man jetzt einen Wald betritt, also so wie da gerade hinten, so ein ja, einfach ein Wald halt, dass man anderen Gegnern begegnet. Ja, besiegt, andere Gegner besiegt, genau. Und begegnet auch noch. Zuerst begegnet, dann besiegt im optimalen Fall. Muss ich mal schauen, wie heißt du jetzt eigentlich, ein komisches Viech? Warte. Mushu Fushu. Mushu Fushu. Ein Mushu Fushu. Mushu Fushu. Ja, und das war's mit dem Viech. Gute Nacht. Das habt ihr fein gemacht. Super. Kampfpudding-Karte und haufenweise Gil. Brav. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel am Strand entlang läuft. Oh, da vorne sehe ich gerade was. Stimmt. Dann kann es sein, dass man hier quasi in einem Strandgebiet ist, ne? Also das ist genauso wie hier. Man kann auch dann andere Gegner bekommen, So. Ja, normaler Angriff, das reicht eigentlich schon. Alles schön normal besiegen, dann muss man machen, dann war es schon. Angriffsformation. Ja, kannst du schon formatieren, wie du willst. So, ja. Und gute Nacht. Sehr super. Super. Hui, Zitane und Dings ist bald soweit. Gil, Augentropfen und Kampfpuddingkarte. Und da, was sind denn das für komische Fußspuren hier? Das ist ja komisch. Hm, was es damit wohl auf sich hat? Und was haben wir hier vorne? Einen, ist das etwa ein Moorast? Vielleicht der Moorast ist, wo Bogenmeier daheim ist? Sicher mal erkundungswürdig. Da gibt es auch einen ganz eigenartigen Erfolg da drinnen. Und zwar, man muss, haltet euch fest, für jemand ganz bestimmten Frösche fangen. Und wenn man da jetzt nicht reingeht, verpasst man... Ach, ihr werdet es schon sehen. Wieso verrate ich euch eigentlich? Das geziemt sich nicht. Die ganze Spannung weg. Auf jeden Fall, den Typen, den die dort drinnen dann bald begegnen werden, den kennt sie ja auch schon. Baum. Sofern ihr halt das Let's Play von Anfang an schon verfolgen tut. Ja, yeah, einmal Potion, einmal Goblin-Karte und haufenweise Gil. Supi, supi, supi. Also, was haben wir denn da? Das ist ja ein komisches Gebiet. Kuhs Moorast. Wer, was ist jetzt ein Kuh? Das ist ein Buchstabe. Im Alphabet. So. Dam, dam. Bam. Baram, bam. Bam, bam. Oha, die zwei Mogels kennen wir doch. Hallöchen. Mogmüller-Schäfchen weiß echt viel, Kubo. Ja, du bist der Mogmeier. Du willst wahrscheinlich auch was wissen, oder? Ja, so einiges. Na, wir haben schon alles durch, ne? Wohin muss ich eigentlich? Ich möchte nichts wissen. Ja, wohin muss ich eigentlich? Also, wenn ihr nach Bumerkia wollt, dann müsst ihr noch viel weiter Richtung Norden. Drücke im Weltenmodus die 1-Taste und überzeuge dich selbst davon. Immer einen Blick auf die Karte werfen. Später müsst ihr noch durch Gizamalukes Grotte am Fuß des Berges. Also seid ja vorsichtig, mein Herzchen. Ja, ja. Und auch hier gibt's Viecher. Oh, natürlich. Warum die beiden Mogels nicht angegriffen werden, ich weiß es nicht. Vielleicht schmeckt den Viechern einfach kein Schwein. Kann durchaus sein.
Ui, was haben wir da? Mutierte Karpfenkröte. Moment. Hat sie da nicht eigentlich mal diese Karpfenkröten-Schleimsuppe? Entschuldigung. Ist ja ekelhaft. Da geht einem ja schlecht. Hey, Bibi ist eingepennt. Warte mal, was hilft denn da jetzt schnell gegen Einpennen? Antitod? Ich schau mal nach. Nein, das war gegen Toxidus und Gift. Echo-Knaut, Schweigen. Die Goldnadel, Stein und Gips. Oh, ich habe noch gar nichts. Der Jadestein heilt HP. Ah, den müssen wir aufbewahren, den dürfen wir auf keinen Fall verwenden. Ein Heilmittel dafür verwenden? Na, das ist nicht einmal... Na. Er kriegt ja sowieso... Hoppala. Er kriegt nämlich sowieso Items. Also, Items. Ich bin auch so ein Item. Er kriegt auch Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Herrschaftszeit. Also keine Sorge. Außer er stirbt. Das ist ja natürlich blöd. Dann stirbt nämlich das Viech auch. Ja, das wäre jetzt saublöd. Gratuliere, wenn er nämlich gestorben ist, gibt's gar nichts. Für ihn halt. Sehr gut, wunderbar. Zweimal Level up, somit Stufe aufgestiegen. Und Zitanilein hat etwas gelernt. Das heißt, wir werden uns das gleich anklupschen. Doch zuvor kriegt einmal Bibi einmal bitte wieder beleben mit der Phönixfeder und einen Haufen Potions. So. Äther wäre auch nicht schlecht. Ich hätte mir da gleich ein Zelt nehmen können, ich depp. So, passt. So, dann anlegen, weil Zitane hat ja was gelernt. Ich glaube, der Mithril... Na, fast. Federhut, Gift und Galle. Ach so, okay. Okay, das war nur gerade mal wahrscheinlich Haut den Lukas. Na, nichts Haut den Lukas. Da, Gift und Galle was. Nehme ich mal stark an, weil das andere ist noch... Ja. Aber beim nächsten Kampf können wir dann schon was tauschen. Supi, supi, supi. So. Wichtig ist, dass ihr euch hier im Moorast wirklich Zeit lasst. Lasst euch Zeit, auch wenn ihr noch so viele Kämpfe bestreiten müsst. Lasst euch bitte Zeit und geht alle Wege durch. Geht nochmal zurück. Hierher, wenn es sein muss. Also hier wirklich am Anfang, wenn es reinkommt, durch den Moorast geht's. Jeder Weg hat was ganz was Eigenes, führt euch wohin, also es lohnt sich schon. Was ist das? Draco-Ruich. Okay, Draco-Ruich, also ein Drachen-Ruich oder so. Ja, Draco-Ruich, okay. Das heißt, Eis müsste sehr effektiv sein gegen Drachen, das heißt, es ist ja eigentlich ein Drache dann, ne? Naja, gibt's Besseres, definitiv. So. Quatsch. Quatsch. So, jetzt wird sich's auszahlen. Bam! Hau den Lukas. Genau, diese AP-Pünktchen da, ne? Immer, das habe ich ganz vergessen zu erklären, glaube ich. Diese AP-Pünktchen beim Zweier sind Angriffspunkte, ne? Also damit Ability-Punkte, so irgendwie. Jedenfalls, mit diesen Punkten lernt unsere Truppe eben diese Fähigkeiten. Die wir dann über das Ability-Menü dann aktivieren dürfen und können. So, ich hoffe, ich mache jetzt nichts verkehrt, wenn ich hier schon lange hatsche. Warte, wo geht's hier rüber? Ihr seht es vielleicht ganz schwach. Da gab es eine Abzweigung. Oh, natürlich. Und den Kerl hier kennen wir ja, ne? Aber da will ich noch nicht hin. Ist er noch da? Ja, passt. Den will ich noch nicht machen. Zuallererst will ich da mal hoch, ne? Achso, darüber geht es ja auch noch, glaube ich, ne? Puh, okay, da geht es nur darüber. Schaut irgendwie so aus, als wenn ich da hoch dürfte. Okay, ich darf nur darüber. Wartet mal, dann gehe ich noch schnell an die andere Seite. Es wäre halt gut, wenn ich irgendwo bei diesen... Kann ich bei dir... Du bist kein Speichermogel, zufällig, ne? Nee.
Schade. Müsste man den Moor erst verlassen und dann speichern? Das würde gehen. Ich glaube, das werde ich noch machen müssen. War hier irgendwas? Nein, ne? Wo kam man hier hin? Okay, da kam man auch nur darüber. Dann habe ich mir das wohl eingebildet, dass man geradeaus auch durfte. Ach, das war ja das. Passt schon. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Hoch. Hoch hier. Da rein. So. Nanu, wer bist denn du? Kuh. Das Lieblingsgericht des Kuhs sind Fresse aller Art. Sie senken uns Lebenskraft ab. Ja, genau so ist es. Jetzt wisst ihr Bescheid, Frische. Und das ist eben ein Kuh. Ja, irgendwie, ja. Dieses Volk hier verwendet übrigens Blaumagie. Und den Kuh kennen wir ganz besonders gut schon. Naja, besonders nicht, aber wir haben ihn schon mal gesehen. Hunger, Mann. Ja, das heißt, wir werden gleich probieren, einen Frosch zu fangen, wenn es bald, wenn es irgendwie geht. Wildfresse. Kann ich dir helfen? Hungermampf. Moment, wie ging das nochmal gleich? Ich weiß nur, dass ich einen Frosch fangen konnte, durfte. Ja. Zitane hat einen Frosch gefangen und den dürfen wir ihm jetzt schenken. Da, bitte, Kumpel. Du hast einen Frosch bei dir, Mampf. Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche. Mampf. Wer oder was bist du denn? Ich? Mampf? Richtig, Volk Kuh. Geschlecht unbekannt. Alter zwischen 70 und 90? Bitte was? Die müssen sehr alt werden. Beidhändig. Heißt Quina. Es wird mit 8 Buchstaben zum Ändern, aber wir belassen es so, denn das ist Quina. Yes! Was? Wie alt? Das habe ich nicht geahnt. Ich dachte vielleicht maximal 40 oder so, ne? Mo, definitiv der Älteste in der Gruppe dann. Möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, Quina? Und niemand. Und niemand. Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Bratmann. Quina hat einen Frosch erhalten. Das ist jetzt mein Frosch, Mampf. Quina, mit dir ist es wohl auch nicht mehr weit, wenn du auf die Frösche anderer angewiesen bist, Mampf. Ja, was denn? Muss er sich nicht schmutzig machen? Und wir bekommen auch Belohnungen dafür. Quina, das Fangen unserer heimlichen Frösche ist ein leichtes. Aber der Weg des Essens ist lang und voller Tückenmampf. Aber Meister Quell, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Doch nie sind mir saftigere Frösche begegnet als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Frösschen zufrieden gibst, ja. Zeig nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt, Mampf. Genau. Ja, voll schwer reden. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Es gibt auch noch andere Länder, Mampf. Daran habe ich nicht gedacht. Mit noch saftigeren Fröschen als hier, Mampf? Weisheit, Mampf. Frösche sind die Leibspeise des Kuhvolkes, Mampf. Andere Länder, andere Sitten. Andere Frösche, andere Köche. Wir Kuhs leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteilt über den gesamten Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst auf den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Ja. Reisender, würdet ihr Quina mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen, Mampf?
Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen, Mampf. Na, no, den da mitnehmen? Okay. Je mehr Verrückte, desto besser. Vielleicht ein andermal. Nein, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt's da auch viele Fräuse, Mampf? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt, Mampf. Bäh, was ehrlich besser als Frösche, Mampf? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Ein nettes Kerlchen. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich, dieser Meister Quell oder wie der heißt. Vielleicht kennt er ya meinen Großvater. Zitane, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Tja, wenn er will. Was gibt es, Mams? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Datterkreis, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mams. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quell. Natürlich, die Kuh sehen alle gleich aus, Mams. Das könnte ein Verwandter sein, entweder der Zwillingsbruder vielleicht oder Vater-Sohn-Geschichte, aber ich könnte mir vorstellen, ein Zwillingsbruder von ihm. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, Mams. Sehr verdächtig. Ja, finde ich auch. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Perfekt. Ich gehe jetzt noch schnell fix speichern. Dafür muss ich diesen Ort hier kurz mal verlassen. Oh, jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht. Zitane, darf ich noch ein... Achso, Entschuldigung, falsche Stimme. Zitane, darf ich noch ein paar Fresse sagen? Bams? Schon wieder? Gut, aber beeil dich. Jo, leider. Vielen Dank, Bams. Jo, das ist so eine Sache, wir müssen alle Frösche fangen, die hier momentan herumhüpfen. Erst dann darf ich speichern. Aber das machen wir im nächsten Part. Das wird nicht gerade einfach. Ihr Lieben, wir werden es aber trotzdem schaffen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!